Du hast ein geniales Wissen, das du endlich in die Welt tragen willst. Du möchtest dir eine coole Community aufbauen mit Menschen, die dir wirklich am Herz liegen und die dir regelmäßig ein passives Einkommen bescheren. Willkommen beim Community Podcast mit Maike Hohenwarter. Neue Männer braucht das Land. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Community Podcast. Und heute möchte ich mal über Männer reden. Ja, über Männer kann man immer reden, oder? Ja, aber um was es mir geht, das ist einfach das, wenn man so schaut, was in der Welt passiert. Wie viele, ja, weiße alte Männer die Welt regieren, die eigentlich hauptsächlich ihr Ego im Sinn haben, dann kann einem manchmal schon anders werden. Ja, und ich bin jetzt da gerade auf dem Vacation Club von Markus Gabor. Und ja, und da sind sehr viele Männer, sehr viele junge Männer. Also meistens bin ich ja eher so mit den Männern so in meinem Alter zusammen auf Networking. Hier sind sehr viele, die um einiges jünger sind, also 30, 35, 40, 45, jünger als ich auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das gibt mir gerade sehr viel Hoffnung, was ich da sehe an Männern. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil hier wird eben über ganz andere Themen als nur über das Business und nur über das immer persönlich noch mehr Geld verdienen geredet. Hier werden stolz Kinderbilder gezeigt, ja, und hier ja, und mit den Kindern telefoniert und sonstiges. Hier wird sehr viel auch über Gesundheit geredet, über einen gesunden Lebensstil. Und so insgesamt, das sind viel weichere Männer, viel weiblichere Männer vielleicht, ja. Und ich denke mal, wenn die Welt was braucht, dann genau das. Und auch wenn ich denke, ich werde jetzt das erste Mal Oma, falls du das noch nicht weißt, mein Sohn ist jetzt 27 und auch er, einfach wie der sich darauf vorbereitet, auf sein Kind, ja. Wie er einfach haben möchte, dass er Zeit für sein Kind hat, dass er von Anfang an mit dabei ist, dass er auch Karenzmonate nehmen möchte und all das gibt mir Hoffnung, muss ich sagen. All das gibt mir Zuversicht, dass es doch anders weitergehen kann in der Welt. Und ich glaube, also das ist mein Glauben, dass eine neue Art Männer dafür ganz, ganz wesentlich ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier da gerade so Zeitzeugin werde, dass es viele junge Männer gibt, eine neue Generation von Männern, die ganz anders ticken und die sich viel, viel weicher zeigen und viel verletzlicher zeigen und nicht eben nur ihre Karriere und ihr Geld im Sinn haben, sondern eben auch Familie, auch Gesundheit, auch Nachhaltigkeit, also wie die Welt zu einem besseren Ort werden kann, die viel mehr von vornherein darauf schauen, auch Kooperationen zu finden, wertebasierendes Leben zu finden. Und ja, das gibt mir gerade sehr viel Hoffnung und deswegen wollte ich hier eine kleine Ode an die neue Art Männer liefern, die jetzt halt so langsam, ja, doch auch was zu sagen haben. Und in dem Sinn hoffe ich sehr, dass die ganzen Putins und Trumps und sonstiges der Welt bald von solchen Männern abgelöst werden. Weil wenn Männer auch an ihre Kinder denken, wenn Männer auch an das Allgemeinwohl denken, dann kann die Welt zu einem besseren Ort werden. Und wenn Männer vor allem auch Frauen den Platz geben und die das Selbstverständnis geben, dass auch sie was in der Welt zu sagen haben, ja, dann gibt es viel Hoffnung für unsere Erde. Und über das freue ich mich gerade und das wollte ich mit dir teilen, weil auch das ist ein wichtiger Aspekt von Community. So, und wenn du jetzt sagst, eine Community, das ist genau das, was ich auch schon immer haben wollte, dann komm doch in meine Community-Formel. Das ist nämlich meine Community, wo ich dir zeige, wie du deine Community aufbaust. Und wenn dir dieser Schritt noch zu groß ist, dann komm doch gleich mal in mein kostenloses Online-Training und hör dir noch mehr darüber an, wie du deine Community aufbauen kannst. Wir sehen uns!